Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer vor dem Bildschirm. Zunächst einmal vielen Dank an Steffen und Team für die Organisation, für die Einladung, dass ich da dabei mit teilnehmen darf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine PowerPoint gemacht habe, deswegen würde ich sagen, ich starte direkt mal. Ich habe einige Folien vorbereitet und die Uhr tickt auch schon, deswegen sage ich, let's go. Apothekeneröffnung gegen den Strom. Vorab erstmal ein etwas Persönliches von mir. Ich bin 1990 in Miltenberg am Main geboren, habe dann hier auch das Abitur gemacht, durfte dann noch als letzter Zivildienstleistender meinen Dienst leisten in der Lebenshilfewerkstatt. Das ist eine Behindertenwerkstatt hier in Großheubach. Bin dann direkt nach Würzburg gezogen zum Pharmaziestudieren bis 2016. Dort habe ich dann auch mein praktisches Jahr gemacht beim Dr. Michael Sachs. Habe dann ein knappes Jahr bei APROTIME, bei den Urlaubsvertretungen, viel Erfahrung sammeln dürfen. Habe dann aber gemerkt, dass es bei uns in der Heimat dann doch am schönsten ist und bin hier im Nachbarort Obernburg am Main von 2018 bis 2019 als Apotheker angestellt gewesen. Die Ausgangssituation vor Ort, ihr seht schon das schöne Miltenberg rechts im Bild. Die 30 Jahre alte Michaelis-Apotheke wird im Mai 2019 geschlossen. Die Apotheke befindet sich in einem Ärztehaus mit guter Anbindung, gute Parkplatzstruktur. Wir haben hier jedoch einen Apothekenüberschuss im Umfeld. Es sind, wenn man die Städte zusammenzählt, so 25.000 Bewohner auf 8 Apotheken. Zusätzlich gibt es natürlich das Apothekensterben. Jeder weiß wahrscheinlich, der zuschaut, dass alle 31 Stunden eine Apotheke schließt. Pi mal Daumen. Zusätzlich gibt es natürlich die ungewisse Zukunft der Vorortapotheke, Rx-Versand, E-Rezept und Co. Hier seht ihr nochmal Google Maps von oben mit den 8 Apotheken. Die Parkapotheke befindet sich hier mitten im Zentrum zwischen Miltenberg und Bürgstadt. Meine Zielsetzung war die Apothekeneröffnung im August 2019 mit einem neuen Namen, einem neuen Konzept und eine zukunftsfähige Apotheke aufbauen. Die Vorbereitungen sehen dann wie folgt aus. Natürlich geht nichts in der Apotheke ohne die Mitarbeiter, mit der passenden Raumaufteilung, mit dem passenden Konzept. Natürlich muss auch das Zahlenwerk stimmen. Die Warenwirtschaft, ein Kommissionierautomat sollte auch her, der passende Großhandel. Eine Kooperation wollte ich eigentlich von Anfang an eingehen. Und dann der Umbau. Ja, hier ist ein erstes Foto von unserem ersten Mitarbeitertreffen. Da sind wir auf den Engelberg gewandert. Das ist auch in Großheubach. Dort haben wir dann 4 Damen aus der ehemaligen Michaelis-Apotheke mit 4 neuen Mitarbeiterinnen zusammengebracht. Haben jetzt mittlerweile noch 2 Botendienstfahrer, einer für die Vormittags-, einer für die Nachmittagstour. Was uns auszeichnet, wir sind sehr motiviert. Manche haben es vielleicht auch schon auf Ad-hoc gesehen. Die Damen arbeiten von frühs bis abends beim Umbau oder jetzt auch teilweise heute noch muss ich ja, aus der Tür rausschieben, sonst würde es bis tief in die Nacht gehen. Das heißt, wir sind motiviert, wir setzen uns Ziele. Wir haben die nötige Erfahrung. Ich bin mit jetzt 29 der zweitjüngste im Team, was nicht heißt, dass die alle anderen jetzt vom alten Schlag sind, aber wir haben so eine bunte Mischung. Und natürlich die nötige Kompetenz komplettiert unser Team. Was uns aber auszeichnet, denke ich, ist vor allem ganz viel gute Stimmung. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Die Apothekerin Barbara ist leider nicht auf dem Foto zu sehen. Genau, jetzt kommt es zur Raumaufteilung. Jetzt seht ihr gleich meinen ersten Entwurf. Das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen was aufgemalt habe und mir Gedanken gemacht habe, wie könnte denn die Apotheke denn später mal aussehen. Das seht ihr hier. Wir haben hier vorne den Eingang, 4 HV-Tische. Die Apotheke vorher, die Michaelis-Apotheke, hatte 2 bis 3 HV-Tische. Hier habe ich noch eine digitale Sichtwahl angezeichnet mit einem Autoschalter. Von den beiden Gedankengängen habe ich mich dann nach und nach verabschiedet. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Dann kam der finale Plan. Genau vorab nochmal kurz zu erwähnen, ich werde jede Firma so nennen, wie sie aufgetreten ist. Ich werde keine auslassen, werde aber auch jede so nennen, wie sie aufgetreten ist. Mein Architekt war Gerd Sauerbrei, Gerd mit seinem Sohn Stefan. Die haben dann das komplette Konzept umgesetzt und auch geplant. Man sieht, es hat sich gar nicht so viel geändert. Gerd hat damals zu mir gesagt, Tom, was soll er jetzt groß noch planen? Weil die Raumaufteilung ziemlich meiner gleicht, außer
einem Autoschalter, der nicht war, und die digitale Sichtwahl, auf die ich auch zunächst verzichte. Das Konzept ist wie unser Claim, der Mensch im Mittelpunkt. Ich wollte von Anfang an lange durchgängige Öffnungszeiten. Die sind bei uns hier vor Ort unüblich. Ich wollte Monatsangebote und ein passendes Bonusmodell. Ich wollte eine hohe Lieferfähigkeit. Das war für mich immer das A und O. Ich wollte möglichst schnell über die 90% kommen. Sind mittlerweile bei 95%, was ein sehr guter Wert, denke ich, darstellt. Die Freundlichkeit ist das A und O. Wir wollen wirklich, wenn der Kunde, wenn der Mensch reinkommt, direkt begrüßen, Hilfsbereitschaft zeigen, Flexibilität und natürlich einen komplett ausgebauten Lieferservice. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, wir fahren vormittags und nachmittags durch den Landkreis in Miltenberg. Zusätzlich gibt es einen Abholautomaten, weil manchmal gibt es doch eben die Situation, wo jemand von der Arbeit kommt und direkt abends um 8 noch was abholen mag und sich dann eben der Abholautomat als beste Option darstellt. Hier ist nochmal die Bonuskarte abgebildet. 10 Punkte. Ab 10 Euro gibt es einen Punkt. Das sind die Pünktchen. Das ist das O aus dem Schriftzeichen rausgeklebt. Das sind diese Bonuspunkte. Wenn die Karte voll ist, ist es ein 5-Euro-Gutschein. Kommt sehr gut an. Jetzt kommt es zum Zahlenwerk. Da hatte ich die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Eine Vollfinanzierung mittels LFA-Gründerkredit. Da war Umbau, Warenlager und alle sonstigen Kosten, die bei der Selbstständigkeit jetzt hier angefallen sind, abgedeckt. Hat reibungslos funktioniert, kann ich nur empfehlen. So, die Warenwirtschaft. Dort habe ich aufgrund meiner Urlaubsvertretung bei Aprotime alle Bekannten soweit erleben dürfen. Und da haben sich dann zwei Stück mit der Zeit ziemlich schnell herauskristallisiert. Das war dann Pharmatechnik und die Avinta, die ich einfach von der Oberfläche und von der Funktionalität am besten fand. Im Endeffekt war es dann das Bauchgefühl und die Persönlichkeit, die den Ausschlag gegeben hat. An der Stelle auch einen lieben Gruß an meinen Freund Jan Alliger. Der war damals mein Außendienstler und hat mich letztendlich auch überzeugt von der Avinta Procas als Warenwirtschaftssystem. Fehlt mir leider heute ein wenig im Außendienst, der liebe Jan. Weitere Bekanntschaften in der Winterfamilie. Flo Giermann ist auch online. Grüß dich, Flo. Sven Harmuth ist da noch zu erwähnen. Björn Schittenhelm. Björn schaut auch zu. Ich grüß dich. Und der liebe Philipp Hoffmann. Man kann sagen, gute Bekannte in der Zeit geworden, die mir immer zur Seite stehen, wenn ich Fragen habe, wenn ich Tipps brauche. Und ein Kollege hier aus der Umgebung, Benjamin Schäfer aus Wertheim. Und letztendlich war es dann die Avinta, die bei mir die Warenwirtschaft stellt. Ein Kommissionierautomat sollte bei mir von Anfang an ins Untergeschoss. Dort war es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so zwischen Rover und Gollmann. Björn hat dann zu mir gesagt, für das, was du vorhast, hör dir lieber mal Gollmann an, weil Rover doch von der Kapazität her ein wenig zu niedrig war, weil mein Untergeschoss eben von der Deckenhöhe nur mit 220 war und da konnte mir Rover eben nur 12.000 Packungen anbieten, Gollmann aber 18.000 und so habe ich heute auch eine Gesamtkapazität von 18.000 Packungen mit einer Zwei-Lift-Lösung und einer vollautomatischen Einlagerung. Man kann also sagen, wenn man einen langen, schmalen Raum hat, ist es eher der Rover, der vielleicht besser wäre. Breit und flach, wie er bei mir war, war dann eben der Gollmann. Die Großhandlung war auch ein lustiges Thema. Da war ich auf der Expo Farm 2018 alleine vor Ort, war beim Deutschen Apothekertag und habe dann dort durch einen Zufall Dr. Jochen Pfeiffer kennengelernt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Er hat dann gesagt: Tom, wir gehen jetzt hier nach dem Deutschen Apothekertag mal eine Currywurst essen. So waren wir dann bei der Noveda und haben dort mit Michael Kuck eine Currywurst gegessen, haben dann über die Genossenschaft geplaudert. Man muss dazu sagen, die Noveda hat hier vor Ort auch logistische Vorteile, haben die meisten Touren bei uns. Und meiner Meinung nach setzt sich die Noveda an der Speerspitze mit Michael Kuck für die Apotheke vor Ort ein, weswegen ich mich dann auch für die Noveda entschieden habe. Herr Kuck hat zu mir damals gesagt: Herr Grittmann, wenn Sie die Apotheke in Miltenberg eröffnen, werde ich mal vorbeikommen. Ein Mann, ein Wort. September 2019, der Besuch von Dr. Michael Kuck in Miltenberg war eine sehr schöne Erfahrung. Wir sind danach auch noch ins älteste Gasthaus Deutschlands in den Riesen gegangen. War rundum gelungen.
Eine Kooperation sollte es bei mir von Anfang an sein, weil ich eben einen Partner an meiner Seite wollte, die mein Konzept so mitträgt, was Bonusmodell angeht, was Category Management, also die Sichtwahl angeht, was auch Flyer und Angebote angeht. Und so bin ich fündig geworden in einer Kooperation, die großhandelsunabhängig ist, die mir viele Möglichkeiten gibt, aber wo ich eben nichts umsetzen muss. Man sieht es auch im Außen, in der Außendarstellung. Man sieht weder im Ladenbau noch in der Außenfassade, dass wir einer Kooperation angehören, sondern es läuft eher so ein wenig im Hintergrund ab. Übereinstimmung mit meinem eigenen Konzept war auch vorhanden. Letztendlich war auch da das Bauchgefühl und die Persönlichkeit entscheidend. Mein Außendienst, das Dean Sinast, macht einen Mega-Job. Ich kann ihn abends um 11 anrufen. Er ruft mich auch abends um 11 an, hat neue Ideen und wir sind auf einer Wellenlänge. Und deswegen habe ich mich letztendlich dann auch für die AVI entschieden. Wo die AVI ist, ist auch Kohl nicht fern. So habe ich mich dann als AVI ist Tochter von Kohlpharma für Kohl im Importgeschäft entschieden, weil es einfach möglichst einheitlich und einfach sein sollte. Persönlichkeit mit diesmal ganz viel Bauchgefühl war für mich entscheidend. Das ist der liebe Jerome Schwaninger, der genauso wie der Steen heute schon fast Freunde sind. Man kann schon Freunde sagen. Wenn aus Arbeit Vergnügen wird, wenn die beiden vor Ort sind, ist immer Dampf in der Bude, rechts der Jerome, in der Mitte der Steen. Und die werden dann auch ganz gern mal bei uns aufs Volksfest mitgenommen. Jetzt wird es ernst, der Umbau an sich. Genau am Anfang Demontage, Entrümpelung, vorne wie hinten. Viele kennen die Fotos schon von ad hoc. Deswegen gehe ich da ein wenig schneller durch. Auch die lokale Presse war vor Ort. Überall wurde gebohrt, die alte Türe wurde rausgeklopft. Das ehemalige Schaufenster wurde oder ist jetzt die Eingangstür. Ich wollte von Anfang an, dass die Großhandelskisten nicht durch den Vorderen, durch die Offizien geschleppt wird, sondern ich wollte von Anfang an einen Hintereingang. Der wird gerade hier auf den Bildern realisiert. Innen wurde auch kräftig gewerkelt, Decke abgehängt, Fußboden gelegt, gestrichen, alles, was dazugehört. Wir mussten natürlich den Weg zum Ärztehaus immer noch aufrecht behalten, weil eben dort natürlich noch Personenverkehr war. Deswegen haben wir dann hier auf diesem Foto am Samstag angefangen, mit Freunden, Bekannten und zwei ortsansässigen Firmen den Aufgang an einem Tag neu zu legen. Und da habe ich das Ganze ein wenig in einem Zeitraffer mal aufgenommen. Das hat sich dann alles an einem Vormittag abgespielt. Und das war dann eine runde Sache. Man sieht im Hintergrund schon den Eingang, das Eingangsportal sollte natürlich auch behindertengerecht sein, sodass möglichst auch zwei Rollatoren zeitgleich hinein- und hinausfahren können. Die damalige Eingangstür ist im hinteren Bereich jetzt der Abholautomat. Und rechts ist praktisch der Eingang zum Ärztehaus. Genau. Haben wir es auch gleich gepackt. Passt. Und er sieht auch noch bis heute genauso gut aus. Gut. Innen wurde natürlich der Boden auch gelegt. Und wenn der Boden liegt, können wir starten und mit dem Inventar anfangen. Dort hat sich es dann wirklich stündlich geändert. Im Untergeschoss waren die Goldmänner zu Werk. Hier ist mal ein Foto vom Lift. Der stand dann auch sauber da. Und so konnten wir uns an die Außenfassade machen. Und der Park bekommt ein wenig Wasser. Und so sieht unsere Offizin heute aus. Es waren insgesamt 16 Gewerke innerhalb von 6 Wochen. Ich denke, das Bild spricht für sich. Hier haben wir unseren Kosmetikbereich nochmal. Nochmal, weil es so schön ist, aus derselben Perspektive. Vorher und nachher. Nochmal ein Außenbild. So, dann war alles bereit für die Eröffnungsfeier am 17.08. ganz klassisch mit Pater und vielen Besuchern.
für klein und groß war was gegeben. Dr. Jochen Pfeiffer hatte die längste Anreise aus Fellbad, worüber ich mich sehr gefreut habe. Auch der liebe Sven, der liebe Flo mit Anhang und ich mit meiner Freundin hatten ein sehr schönes Fest. Hier ist der Jan Alliger auf der rechten Seite. Sven hat sich wieder aufs Bild gemogelt. Würstchen gab es auch. Und so war das eine runde Sache mit im Endeffekt an Spendeneinnahme für die Lebenshilfe, wo ich dort damals meinen Zivildienst machen durfte, sind insgesamt 1.000 Euro zusammengekommen. Von daher war das ein rundum gelungener Tag. So, jetzt kommt das Wichtigste in der Apotheke, das ist das Team. Dort haben wir gerade angestoßen mit einem Fläschchen Sekt. Das ist unser Botendienstauto. Der Michael Lutz ist jetzt seit 2 Monaten mit an Bord als Bote. Und unser Gute-Laune-Beauftragter, ihr seht ihn vielleicht im Hintergrund, schaut mir auch gerade über die Schulter, der liebe Bernd, der auch ein vollwertiges Teammitglied ist. Hab's schon erwähnt, die Gute-Laune ist bei uns im Mittelpunkt. Hier gibt es ein paar Impressionen. Es ist immer für das leibliche Wohl gesorgt. Wir machen auch einen Ausflug. Im Altweiberfasching verkleiden wir unseren kleinen Bernd auch mal ganz gern. Oder wir nehmen ihn mit auf Wandertour. Wie verbreiten wir die gute Laune? Das machen wir natürlich über 2 Wege, analog und digital. Analog ganz klassisch über Flyer, die wir noch mit einer Wochenzeitung hier streuen. Dort haben wir je nach Motto immer verschiedene Fotos. Im Winter eben mal den Bernd auf dem Schlitten oder eben mal in der Sonne sitzend. Im August heißt das Motto von Kopf bis Fuß gesund. Und so habe ich mich dann hier mal verwöhnen lassen von meinen Damen. Das wird dann unser Flyer-Foto für den August sein. Wir versorgen vor Ort hier Kiddies beim Kinderfasching, machen ganz klassische Werbung mit einem schönen Hänger, den wir von Zeit zu Zeit mal hier und da platzieren. Wir unterstützen Sportvereine in jeglicher Form. Wir bekommen Urlaubsfotos aus den Bergen, Urlaubsfotos aus der Stadt, aus Berlin. Und jetzt kommen wir schon zum Digitalen. Dort haben wir, wie denke ich fast jedes Unternehmen, eine Google My Business Seite, über die wir dann natürlich bei Suchanfragen auf unsere Homepage versuchen zu leiten. Auf der Homepage sollen dann bestenfalls die Menschen aufmerksam werden auf unseren Shop, den wir jetzt seit Corona implementiert haben. Da handelt es sich um die Effizin von Avinta, ist einfach die beste Lösung, weil sie mit der Warenwirtschaft synchronisiert ist und so sieht der Kunde in Echtzeit, was wir wann vorrätig haben. Funktioniert super. Dann haben wir eine Facebook-Seite, dort haben wir innerhalb von 8-9 Monaten über 1.000 Gefällt-mir-Angaben bekommen, was ich denke, ist auch nicht so ein schlechter Wert. Auf Instagram sind wir auch ein wenig aktiv. Ja, und das war auch schon so, wie wir die gute Laune probieren zu verbreiten. Jetzt habe ich abschließend noch ein paar Tipps zur Selbstständigkeit, falls jemand zuhört, der sich überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Die Umstände sind ja nicht so prickelnd, was jetzt die Gesundheitspolitik angeht. Aber ich bin der Meinung, wenn du Lust darauf hast und die Rahmenbedingungen passen, dann mach es einfach. Höre auf dein Bauchgefühl, auch bei wichtigen Entscheidungen. Ich bin damit gut gefahren. Ich bin so beispielsweise zu Avinta gekommen, zu Avi gekommen. Und ich denke, das Bauchgefühl ist nicht allzu oft falsch. Ganz wichtig für uns Apotheker, weil wir wirklich, wenn wir nach dem Studium rauskommen, keine Ahnung haben von BWL oder nur minimal, finde deinen loyalen Partner in Sachen Zahlen. Ich habe das Glück, dass ich in der Familie mit meinem Bruder, mit meinem Vater im Steuerbüro 2 Spezialisten sitzen habe, die natürlich für mich Gold wert sind. Aber das ist für mich meiner Meinung nach extrem wichtig, da einen loyalen Partner zu finden. Ein sehr wichtiger. Herr Grittmann, wir haben so noch eine knappe Minute und dann würde ich die Teilnehmer bitten, schon mal sich Fragen zu überlegen. Passt gut. Ja, prima. Passt perfekt. Dann schnell weiter. Genau, schnell weiter mit dem wichtigsten Punkt. Verbinde mit den Kollegen und tausche dich aus. Das ist das Allerwichtigste. Mit dem lieben Björn, mit dem lieben Philipp, mit dem Benjamin. Ich könnte Hunderte aufzählen, ist Gold wert.
bleib positiv und zieh die Mundwinkel nach oben, ist mein letztes Statement. Und damit schicke ich einen Riesengruß nach Walbüren an den lieben Jan Reuter, mit dem ich auch einige Notdienste schon verbringen durfte. Liebe Grüße nach Walbüren, Jan. Danke fürs Zuhören. Just in time. Bleibt mir nur noch zu sagen, gesund bleiben. Vielen Dank.